So, in diesem Video geht es um die biomechanischen Teilgebiete. Ich habe ja schon über die biomechanischen Prinzipien auf diesem Kanal gesprochen. Das Gebiet der Biomechanik ist relativ umfangreich. Ja, deswegen wollte ich hier nochmal eine kleine Übersicht bieten, was die Biomechanik alles beinhaltet. Ihr seht ja schon, das ist relativ viel. Hier habe ich den Begriff Mechanik hingeschrieben. Hier könnte man genauso gut Biomechanik hinschreiben. Das Problem ist, man muss, also ist kein Problem, aber es ist einfach so, man muss die Biomechanik von der Mechanik abgrenzen. Denn hier gibt es einen Unterschied. Die Mechanik ist zum einen die Lehre der sich bewegenden Körper oder der in Bewegung gesetzten Körper. Das bezieht sich aber eigentlich nur auf leblose Körper. Ja, die Mechanik ist auch ein Bereich aus der Physik, genauso wie die Biomechanik. Bei der Biomechanik ist es allerdings so, dass es hier darum geht, wie Lebewesen sich bewegen. Ja, also man kann das ja in Bezug auf den Sport sehen. Ja, da geht es dann vor allem eigentlich um Menschen. Kann natürlich auch um Tiere gehen. Es gibt ja zum Beispiel Hundesport oder Pferdesport. Aber hier geht es eigentlich vorwiegend um die Menschen bei der Biomechanik. Der steht hier natürlich bei weitem im Vordergrund. Also das ist der erste Unterschied. Hier steckt ja im Wort Biomechanik auch das Wort Bio drin. Das kommt vom griechischen Wort Bios, das heißt Leben. Das heißt, das ist eben die Bewegung von Lebewesen und das ist hier die Bewegung von leblosen Körpern. Die Teilgebiete sind aber die gleichen, deswegen unterscheiden die sich jetzt irgendwie nicht. Bei der Biomechanik gibt es aber noch einen Unterschied zur Mechanik, denn die Mechanik bietet deterministische Aussagen, das heißt bestimmende Aussagen. Denn bei leblosen Körpern, die sich bewegen, ist das ja so, wenn man diese Bewegung von diesen leblosen Körpern wiederholt, dann sind die in den Wiederholungen immer identisch. Wenn ich einen Körper, der leblos ist, in Bewegung setze auf eine bestimmte Art und Weise und diese Vorgehensweise eins zu eins wiederhole, dann komme ich auch zum genau selben Ergebnis, das ich dann auch vorhersagen kann, dementsprechend. Das heißt, man hat hier deterministische Angaben zu machen, die genau bestimmt sind. Das heißt, man sagt, das und das passiert und dann passiert das und das als Resultat davon. Bei der Biomechanik ist es allerdings so, dass man stochastische Angaben machen muss. Den Begriff der Stochastik kennt man vielleicht aus der Mathematik, sollte man vielleicht kennen. Da geht es dann darum, dass man eben keine genau bestimmenden Angaben machen kann. Denn man hat ja eben den Faktor Lebewesen und ein Lebewesen, in dem Fall der Mensch, ist nicht in der Lage dazu, bewusst 1 zu 1 zu 100% dieselbe Bewegung auszuführen. Das heißt, man kann eine ähnliche Bewegung ausführen, also im Prinzip dieselbe Be Bewegungsaufgabe. Es kann aber zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es ist ja zum Beispiel so, wenn man sich jetzt einen einzigen Kugelstoßer betrachtet, dann erzielt er ja nicht immer bei jedem Durchgang dieselbe Weite. Da kommt es ja auch zu Unterschieden. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, zum Beispiel der Atemrhythmus, den man in einer bestimmten Bewegung hat, oder die Gedanken, die man gerade im Kopf hat, ja, eben die Konzentration zum Beispiel. Deswegen kann man hier keine deterministischen, also bestimmenden Angaben machen bei der Biomechanik, sondern nur stochastische, weil sich die Be Bewegungsergebnisse und Resultate eben verändern können. Wegen dem Faktor Mensch in dem Fall. So, dann, das wären die Unterschiede zwischen Biomechanik und Mechanik. Dann schauen wir uns jetzt mal an, welche Teilgebiete es da gibt. Da haben wir auf dieser Ebene hier erstmal die Kinematik und die Dynamik, die man unterscheiden muss. Fangen wir erstmal bei der Kinematik an. Gehen wir von links nach rechts. Bei der Kinematik, da geht es darum, dass man sich die Bewegung in raumzeitlichen Verhältnissen ansieht. Das heißt, man schaut sich an, wie man sich innerhalb eines Raumes bewegt. Unter dem Faktor Zeit natürlich. Und da gibt es zwei Unterschiede zu machen, die man differenzieren muss. Einmal die Translation und einmal die Rotation. Translation bedeutet einfach gesagt, dass man sich von Punkt A nach Punkt B bewegt einfach. Das heißt zum Beispiel innerhalb einer bestimmten Ebene, zum Beispiel auf der Sagittalebene. Sagittalebene bedeutet da einmal so eine Ebene im Prinzip genau frontal durch den Körper durch. Das heißt, ich stehe momentan hier und wenn ich mich jetzt nach hier bewegen würde, weil ich hier hinlaufe, dann wäre das eine Translation, weil ich mich innerhalb einer bestimmten Ebene bewege. Das heißt, ich gehe einfach von Punkt A nach Punkt B. Dann gibt es noch die Rotation. Das bedeutet eben die Bewegung, die angepasst ist an eine bestimmte Drehachse. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich hier eine Faust habe, man sich hier eine Achse durchdenkt, das heißt, mein Finger ist jetzt eine Drehachse sozusagen, die durch meine Faust durchgeht, dann kann sich die Faust entlang dieser Drehachse bewegen. Ja, das wäre dann Rotation zum Beispiel. Vielleicht ein kleiner Fun-Fact: Wenn ich die Faust so drehe, dann nennt man das Supination. Und wenn ich die Faust so drehe, dann Pronation. Aber nur für diejenigen, die angeben wollen, ist jetzt hier nicht wichtig bei den biomechanischen Teilgebieten. Auf jeden Fall Rotation meint eine Bewegung entlang einer Drehachse. Da spielen dann so Faktoren wie Winkelgeschwindigkeit oder Massenträgheitsmoment mit rein, wenn man sich dann
Sportler ansieht. Das habe ich aber zum Beispiel beim Prinzip der Impulserhaltung erklärt schon bei dem Video dazu. Das verlinke ich auch gerne in der Beschreibung. Genau wie das Video zu den biomechanischen Prinzipien. So, das war es jetzt allerdings noch nicht mit der Kinematik, denn jetzt haben wir über die Bewegung innerhalb eines Raumes gesprochen, aber noch nicht mit dem Faktor Zeit. Den haben wir noch nicht berücksichtigt. Da gibt es nämlich zwei Unterscheidungen zu machen ebenfalls. Es gibt nämlich einmal gleichförmige Bewegungen. Das bedeutet, dass das Tempo gleich ist innerhalb einer Bewegung. Wenn ich zum Beispiel mein Lauftempo halte beim Joggen, dann ist die Beschleunigung nämlich gleich 0. Und dann gibt es noch ungleichförmige Bewegungen. Das bedeutet eben, dass die Geschwindigkeit, in der ich mich bewege, variabel ist. Das heißt, die kann sich beliebig verändern. Das heißt, die Beschleunigung kann man auch nicht genau bestimmen. Man weiß aber, dass die nicht gleich 0 ist. Bei ungleichförmigen Bewegungen ist die Beschleunigung nicht gleich 0. So, dann hätten wir jetzt über den Faktor Zeit gesprochen. Und jetzt sind wir noch bei der Dynamik. Bei dem Wort Dynamik, das haben viele ja schon mal gehört irgendwie. Da denkt man ja eigentlich auch an Bewegung. Hier geht es aber nicht die Bewegung, um die Bewegung innerhalb eines Raumes oder innerhalb einer bestimmten Zeit, sondern um die Relation, also die Beziehung zwischen Bewegung und Kraft. Darum geht es bei der Dynamik. Und da gibt es dann auch zwei Differenzierungen, die man machen muss. Da gibt es dann einmal die Kinetik. Bitte nicht mit der Kinematik verwechseln. Das sind relativ ähnliche Begriffe, sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Ihr seht ja, Kinematik ist ein eigenständiger Begriff und Kinetik gehört zur Dynamik. Dann gibt es eben die Kinetik und die Statik. Und da geht es dann eben um die Verhältnisse von Kräften. Ja? Bei der Kinetik geht es zum Beispiel um ein Ungleichgewicht von bestimmten Kräften und bei der Statik um ein Gleichgewicht von Kräften. Bei der Statik ist das vielleicht noch leichter zu erklären. Ihr kennt ja statische Bewegungen. Also eigentlich kann man darüber streiten, ob man es Bewegung nennen will. Auf jeden Fall, man kann eine bestimmte Position halten. Zum Beispiel, wenn ich meinen Arm hier so hochnehme, das Mikrofon, wenn ich meinen Arm hier so hochnehme, dann halte ich ja eine bestimmte Bewegung sozusagen. Das bedeutet eben, dass die Kräfte, die auf meinen Arm einwirken und die der Arm selber bewirkt, dass die im Gleichgewicht stehen. Das heißt, die Kraft, die ich in meinen Arm lege, ist gleich zu der Schwerkraft, die auf meinen Arm wirkt. Ja, die Schwerkraft ist nämlich die Kraft, die immer auf den Menschen wirkt. Und die Kraft, die in meinem Arm steckt, die ich gerade nutze, um den Arm in dieser Position zu halten, ist der Schwerkraft gleich. Das heißt, man hat zwei gleiche Bewegungen und eben Gleichgewicht bei der Statik. Bei der Kinetik ist das so, dass man Ungleichgewicht von Kräften hat. Ja? Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich den Arm jetzt so fallen lasse. Das würde nämlich bedeuten, dass die Schwerkraft in dem Fall höher wäre als die Kraft, die ich in meinem Arm lege. Deswegen fällt der Arm runter. Dieses Runterfallen wäre dann eine kinetische Bewegung. Genauso wäre das, wie wenn ich meinen Arm hochnehme, dann wäre nämlich die Kraft, die ich in meinen Arm lege, höher als die Schwerkraft. Das heißt, man hätte auch wieder ein Ungleichgewicht der Kräfte. So, also hier kann man vielleicht nochmal zusammenfassen. Kinematik meint dann eben die die Bewegung innerhalb von Raum und Zeit. Und Dynamik meint eben die Beziehung von Bewegung und Kräften, verursachenden Kräften, wie die Schwerkraft zum Beispiel. Das ist die maßgebliche Kraft. So, das wär's zu den biomechanischen Teilgebieten. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Die Biomechanik ist ein sehr umfangreicher Begriff. Das soll nur eine kleine Übersicht bieten. Da könnte man noch viel genauer auf die einzelnen Sachen eingehen. Da werden wir schon noch Videos zukommen. Ansonsten, wenn ihr spezielle Fragen habt, dann gerne in die Kommentare damit.